Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ich hatte eine kleine Pause von Starfield. Ich habe zwischendrin mal ein bisschen was anderes gespielt und auch Stellwerk sind übrigens geiles Spiel, wenn man so ein bisschen auf Fahrdienstleiter steht. Und jetzt hat wieder Starfield und ich mag mich erinnern, wir haben ja dieses tolle Schiff zum letzten gekriegt und ich würde gerne jetzt mit der Kampagne weitermachen und dazu müssen wir eigentlich nur noch eine Sache machen. Und zwar bei der Hauptsache hier, da hast du hier, schließe letzte Eindrücke ab und begib dich nach Freya 3. Und dann haben wir ja noch diese Aktionsgeschichte. Mit der lasse ich mal noch ein bisschen Zeit. Ich will jetzt erstmal mal storytechnisch ein bisschen weiterkommen. Also machen wir mal genau das, Freya 3. Und meine Vermutung ist, dass es wieder so ein Copy-Paste-Gebiet sein wird. So wie das hier. Und dann geht's mal los. Ich bleib dabei, das Braun sieht einfach geil aus. Ah, oder die Hälfte der Hotkeys vergessen in Starfield. Ah, momentan läuft einfach zu viel Zeit gleich. Da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte eine Karte. Freya, wo ist denn das? Zeigt mir es zwar für dahin an. Hä? Warum da rein? Operum Prime? Wieso? Markierst du das nicht? Ach, jetzt. Gut, nochmal raus hier. Ah. Es, nein. Oh, die Steuerung von Starfield. Irgendwo, ich hab's doch gerade gesehen. Ach, ganz da hinten. Level 40. Unerforschte Route. Okay, dann springen wir erstmal bis nach da. Entschuldigung. Was? Ich konnte noch springen. Nice. Was? Ach nö, Leute. Warte mal, können wir das mal ein bisschen umgehen? Weil ich will jetzt hier wirklich nicht kämpfen. Einmal nach dahin springen. Dankeschön. Oh, geil. Wir springen ja richtig schnell. Geil. Eingehender Anruf. Okay. Zur Karte. Ah, wird das jetzt wieder so ein Überfallsding? Wir können hier mal scannen. Okay. Ja, mal runter. Oh, sieht ja fast heimelig aus hier. Mit Blumen und allem. Einmal raus hier. Wir sollten hier die Augen nach Lebewesen offen halten. Unglaublich schlaue Aussage. Okay, wir haben aber hier Radioaktivität. Wäre ja auch zu schön gewesen. Hm, aber sieht jetzt gar nicht mal so doof aus. Ich hoffe, die tun mir nichts. Ganz schön abgespaced hier. was geht hier so ab? Achso, das ist einfach nur so ein Vorkommen.
Ist es schlau, dass ich da einfach mal so reingehe? Aber das sieht tatsächlich mal nach einer anderen Location aus. Was? Unreifer Kettix, Krieger. Tust du mir was? Ja, so lange. Was? Ach, das ist so einer, der im Boden verschwindet. Oh. Na komm her. Ja. Also die wollen jetzt noch recht. Oh. Low Level, für das das der 40 war's. Was für Taschen? Da. Ach, nevermind. Okay. Wo ist denn der offizielle Eingang zu dem Ding hier? Wird doch nicht hier sein, oder? Nee. Ist das ein Geschütz? Bitte nicht. Ja, ist nicht der Eingang, aber vielleicht komme ich da mit dem Booster-Pack hier hoch. Nee. Nö, das wird nichts, aber vielleicht. Ah. Wieso? Ich mache das einfach so komplett falsch, aber ich komme hier langsam nach oben. Komm, spring! Yes! Meine Begleiterin ist weg. Alles klar. Die wird sich schon auf magische Art und Weise hier hoch teleportieren. So wie sie es immer machen. Muss ich nur noch hier raufkommen. So, mal hier hinten rauf. Komm, hoch mit dir. I guess, das ist die Landeplattform, auf der wir nicht gelandet sind. Ist denn? Nö. Alter, jetzt hat's mich gerade ein bisschen gerissen. Oh. So. Aber nice. Neue Location. Okay. Ich nehme mal nicht den Aufzug. Ich bin sportlich. Einfach um zu gucken. Ups. Hier Gutes hat. Linde, bist komisch. Sag mal, keine Kisten. Ich will Loot hier haben. Ja gut, dann gehen wir mal rein. Forschungsstation Nishina. Hier spricht Yus. Was wollt ihr hier? Ja. Was? Wir haben kein Notsignal gesendet. Nichts zu hören. Keine anderen Schiffe im System seit der letzten Vorratslieferung. Was willst du hier eigentlich abziehen? Wirklich? Im Hochenergieforschungslabor? Also gut. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber du solltest mit der Direktorin sprechen. Aus Sicherheitsgründen muss deine Begleitung bitte da draußen warten. Bleib drinnen bei mir und mach keine plötzlichen Bewegungen. Ich mach die Tür auf. Willkommen in Nishina. Oh, ist immer sehr süß. Moin.
Also meine Waffen gebe ich dir aber nicht, ne? Achtung an alle. Ich rufe Code Gelb aus. Alle Sektionen jetzt abgeriegelt. Leitende Mitarbeiter. Protokoll Delta. Use Ende. So, bin gleich bei dir. Die sind ein bisschen schräg hier drauf. Ciao. Was sagt die Tür auf? Ah, erstmal gegen die Tür laufen. Ja, moin hier. Ethan Hughes, Security Chief. Folge mir. Ich bringe dich zur Direktorin. Ja. Wir sind eine kleine Forschungsstation mitten im Nirgendwo. Piraten verspeisen Orte wie diese gern zum Frühstück. Ich halte uns von der Speisekarte fern. Okay, dann gehen wir mal los. Wir gehen hinten rum nach oben. Okay, also hier stimmt nochmal irgendwas gewaltig nicht. Bist du vor? So. Und hier siehst du unseren schönen Lagerraum. Nichts anfassen. Es ist wenigstens mal ein anderer Lagerraum. Nishina wurde vor. Was zum... Okay. Erstmal looten. Oh, 1000. Geil. Entsperren. Kein Dietrich. Alle klar. Ich vermute mal, entweder die Radioaktivität hat uns jetzt irgendwas vorgespielt. Oder irgendwelche Spuren. Ah ja. Was zum... Was zur... Ruhig. Ruhig. Was zur Hölle war das? Eben bist du mir noch gefolgt, dann warst du einfach weg. Kurz darauf tauchst du aus dem Nichts auf und siehst aus, als wärst du mitten im Kampf. Ja, das war ich auch. Da ist nichts. Ich hätte dich nicht reinlassen dürfen. Was ist das? Eine Art Tarntechnik? Für wen arbeitest du? Ja. Hör zu. Ich weiß nicht, was los ist. Bringen wir dich zur Direktorin. Vielleicht kann sie das klären. Komm schon. Alles klar. Und Levelaufstieg. Ich glaube, das schauen wir mal ganz kurz an. Nahkampf eher nicht. Laser. Die 50 Gegner ballistisch. Können wir hier noch einen Rang nach oben? Rangaufstieg. Das übersetzt mehr Schaden. Jo, gerne. Laser, Schrotflintenzertifikat. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Gewehrzertifikat. Das machen wir auch mal. Sehr gut. Ah, weißt du was? Ich gucke mich hier noch mal ganz kurz um. Und doch. Ich schaue noch, ob sie... Ah, ja. Nehme ich mal mit. Nice. Ciao, ciao. Die Waffe hatte ich vorher schon gehabt. Schräg. Wer ist da? Oh. Jemand, der mich nicht umbringen will. Oh, Gott sei Dank. Endlich ist jemand da. Das Notsignal. Du hast das Notsignal empfangen, richtig? Ja. Was meinst du damit? Moment mal. Wie bist du hier reingekommen? Ja, frage ich mich auch. Axe wollte mich zur Direktorin werden und dann war ich auf einmal hier. Hughes? Ethan Hughes? Aber er ist tot. Nein. Nein, 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 das ergibt keinen Sinn. Außer der Unfall. Vielleicht ist das eine Nebenwirkung des Unfalls. Wenn die Sonde immer noch Strom in die Verzerrung leitet, dann... Aha. Wieder spannende Experimente, die er da macht. Ja, fangen wir mit dem Unfall an. Tut mir leid. Wo
Vor 3 Monaten habe ich ein Experiment in unserem Hochenergie-Forschungslabor kalibriert. Es gab einen Unfall. Eine Explosion. Es gab ein Gasleck. Und ein Feuer. Ich saß im Kontrollraum fest und konnte nichts mehr tun. Sie sind alle tot. Okay, und die ganzen anderen Sachen da, wie erklärst du das? Das Labor war um einen Xenolith mit einem dichten metallischen Objekt gebaut. Einfach, wir sollten... Wartet, er ist zurück. Alles klar, sind unterwegs nach oben. Use Ende. Ich habe gerade die Direktorin informiert. Lass uns weitermachen. Sollte etwas passieren, das Büro der Direktorin ist auf Ebene 2 am Ende des Flurs. Du kannst es nicht verfehlen. Du bist eigentlich schon mutig, mir so vertrauen, wenn ich da einfach mal so verschwinde. Wollte nur mal gucken, ob da was ist. Brauche ich alles nicht. Okay. Aber wie lang... Warte mal, pharmazeutisches Labor. Können wir da Medikits machen? Nee. Okay. Hauptsache, das Ding sieht halt noch super aus, während hier alles andere in was auch immer überdeckt ist. Und doch. Tagebuch. Okay. Nee, das lese ich jetzt nicht vor. Goodies? Nö, das brauche ich nicht. Keine Goodies. Gepäck? Nee. Ah ja, mit F war das. Wo ist Nummer 2? Ach, von da oben. Okay, die Schatze mag ich. Na. Hier entlang. Moment mal. Kann ich jetzt hier nochmal zurückgehen und alles looten? Oh, scheiße, ich brauche einen Schlüssel. Okay. Das kann ich jetzt einfach mitnehmen und das werde ich nicht stehlen. Moin, Direktorin. Ah, komm rein. Kaya Patel, Forschungsdirektorin. Und das ist unsere leitende Wissenschaftlerin, Maria Hughes. Ethan meinte, du bist direkt vor ihm verschwunden. 2-mal? 3-mal? Das kannst du doch nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, wer du bist oder was du hier treibst, aber es muss für das alles eine vernünftige Erklärung geben. Ja, es ist euer Wissenschaftsspaß hier. Ich shifte in ein Parallelenuniversum, sondern das ist gut so. Ich weiß bereits von deinem Experiment. Was hat unsere Forschung damit zu tun? Nein, schon gut. Beginnen wir damit. Diese Anlage und die Forschungsebene 2 Kilometer unter uns wurden für die Untersuchung einer Gravitationsverzerrung gebaut. Vor 3 Monaten kalibrierte unser Chefingenieur Raphael eine experimentelle Sonde, als etwas schief ging. Wir wissen immer noch nicht, was passiert ist. Es gab eine Reihe von Explosionen. Und irgendwie... läuft sie immer noch. Hä? Also, hier ist die Explosion abgegangen, aber oben noch alles... Okay, aber bei der anderen ist sie auch abgegangen. Aber es sieht total furchtbar aus. Ich dachte eigentlich, hier wäre noch alles super. Okay. Eine Sonne versorgt die Verzerrung mit Energie. Das würde Sinn ergeben. Deshalb nimmt die Feldstärke immer mehr zu. Wir haben eine Steuereinheit für die Sonde. Nach dem Unfall habe ich versucht, das System damit abzuschalten, aber der Notschalter ist tot. Wir ja, das ist schlecht. Wir können manuell abschalten, aber die gesamte Forschungsebene ist abgeriegelt. Wir kommen nicht mal da unten hin. Ja. Wie bitte?
Das ist schwer zu glauben. Wie kommst du darauf? Erzähl uns von diesem anderen Universum. Raphael? Raphael ist bei dem Unfall gestorben. Er... Moment mal. Ausgebrannt? Das Leck. Es gab ein Wasserstoffleck direkt nach dem Unfall. Es wurde innerhalb von 1 oder 2 Minuten eingedämmt. Wäre das nicht geschehen, hätte es durchaus eine Explosion geben können. Aha. Ein anderes Universum? Oh, steile These. Ein Artefakt? Du meinst die Quelle der Verzerrung? Weißt du etwas darüber? Sie sind mit dem Multiversum verbunden, unzählige anderen Realitäten. Den Schlüssel zu den Tempel der Allheit der Schöpfung. Ja, machen wir erstes. Echt jetzt? Mehr hast du nicht zu sagen? Ich bin jetzt mit auch eh nicht glauben. Schon gut. Du hast also bereits eine Verbindung zu ihnen. Vielleicht ist das der Grund, warum nur du betroffen bist. Wir müssen ihm irgendwie ein Ende bereiten. Mir ist das alles egal. Ich bin nur wegen dem Artefakt. Was dachtet ihr, was das ist? wirklich nur ich? Bislang ja. Niemand sonst hat etwas gemeldet. Entweder liegt es daran, dass du den Artefakten ausgesetzt warst, oder daran, dass du von außen kommst. Ja, ersteres. Wie? Die Forschungsebene ist doch abgeriegelt. Wir können nicht mal den verdammten Aufzug benutzen. Vielleicht könnte ich das im anderen Universum... Ja, bestimmt eine tolle Idee. Clever. Raphael hat in dem anderen Universum überlebt. Er kam aus dem Labor zurück. Sein Aufzug funktioniert also wohl. Nimm ihn und du könntest das Experiment beenden. Das ist doch verrückt. Aber zuerst müssen wir etwas gegen dein Shiften tun. Ja, nein. Ja. Maria, funktioniert eine der anderen Steuerungen noch? Können wir die Teilchenabtastrate einstellen oder die Strahlspannung? Das meinst du nicht ernst? Wir haben keine Ahnung, was wir hier tun. Dieses Ding manipuliert schon die Raumzeit. Wenn das noch schlimmer wird... Es könnte auch schlimmer werden, wenn wir nichts tun. Anders kommen wir jetzt nicht weiter. Ach, na gut. Einen Versuch ist es wert. Klingt so, als hätten wir einen Plan. Warum vertraut sie uns da so? Die Steuerungseinheit ist im Herstellungslabor nebenan. Na gut. Ja, das frage ich mich auch. Vor allem diese... Komm mal hier. Und wo? Alter! Von hinten kommen ist unfair. Aber das muss ja ziemlich abgegangen sein, wenn sie da am Platz... Also... Ja. Gut ist. Safe! Entsperren, Lehrling. Geht nicht. Wie praktisch. Ich hasse es, wenn es hier so eklig ist. Ich bin auch so ein super Fan von Horrorspielen. Achso, ich glaube, das ist mal hoch. Hä? Hier? Ich dachte eigentlich, mir hätte da irgendjemand angeschossen. Ah! Ja, da unten ist jemand. Kann das sein? Oh, moin. Was zum... Okay. Ja, servus. Oh, du bist es. Was ist passiert? Du bist verschwunden, die Decke ist eingekracht und... Ich dachte, ich wäre endgültig durchgedreht. Detektoren, aber wir müssen die Sonne abschalten. Was? Wie denn? Hier oben ist es nicht halb so schlimm wie auf der Forschungsebene. Ich bin haarscharf entkommen. Und das ist Monate her. Nichts davon ergibt Sinn.
Hätte ich dein Verschwinden nicht mit eigenen Augen gesehen, ich würde es nicht glauben. Ich... Schon gut. Du bist meine Fahrkarte hier raus. Wir machen es auf deine Art. Durch die Speisekammer kommen wir raus. Hier ist der Schlüssel. Bin dann hinter dir. Du hast keine weiteren Fragen? Okay. Du verkriechst dich nicht. Alter, nein, jetzt hab ich... Also mal mit nachladen. Ne, das wollte ich nicht. Dankeschön. Nachladen, danke. Sicherheitsverstoß? Deswegen wir oder wie? Ja, geh doch! Komm doch. Du glaubst gar nicht, wie abgefuckt das hier alles ist. Gut ist? Nö. Ja. Nice. Ah, ich soll mit dir sprechen. Sieh dir das an. Es dauert Stunden, das zu räumen. Wenn der Rest des Gebäudes nicht vorher über uns einstürzt. Was passiert, wenn ich die Sonne abschalte? Ja genau, wo kommen die eigentlich her? Sie sind eine einheimische Art. Wir haben sie mit einem Elektroimpulsfeld abgewehrt. Das Feuer hat die Generatoren zerstört und das Fundament beschädigt. Sie kommen immer wieder. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht normalisiert sich dein Zustand? Das würde ich zumindest annehmen. Ja. Woher soll ich das wissen? Du tauchst doch ständig auf und verschwindest wieder. Ich will hier bloß raus. Tu, was immer du tun musst. Ich versuche, den Weg zur Tür frei zu machen. Okay. Servus! Was? Oh, du bist's. Das hier ist mein abgesperrtes Büro. So viel zu meinen Sicherheitsmaßnahmen. Ich will zum Herstellungslabor. Klar. Den Flur entlang und die Treppe neben dem Atrium hoch. Hier, ich mache die Tür für dich auf. Okay. Erledigt. Kann ich sonst noch was tun? Oh, ein Kaffee wäre nicht schlecht. Gibt es auf diesem Planeten heimische Skorpione? Ja, die Kataxi. Üble Viecher. Das Forschungsteam war auf sie gestoßen. Du kannst dir gerne die alten Protokolle durchlesen. Hier, ich schalte das Terminal für dich frei. Ja, ich brauche jetzt mit dem mächtigen Kataxi in anderen Universum bekämpfen kann. Die Kataxi im anderen Universum. Echt irre. Ich hab da was Experimentelles, das einer der Techniker gebastelt hat. Aber... Es gibt doch keinen Grund für uns Probleme zu haben. Es gibt sicher einen Weg, wie wir hier beide zufrieden sind. Das führt doch zu nichts. Weißt du, was deine Gründe hast? Ich versuche nur zu helfen. Ich möchte dir ja helfen, aber... Aber... Besser können wir nicht einfach dort weitermachen, wo du es mir weitergibst. Probier's. Wäre vielleicht okay. Cool. In Ordnung. Hier. Wurde noch nie getestet. Aber bitte. Okay. Komm, Jäger. Geh zu diesem Planeten, damit ich das irgendwie kannst du mit dir. Ja, okay. Also, was haben wir denn da jetzt für eine geile Schrotflinte? Was ist die hier? Das ist gar Schrotflinte. Das ist ein reflexive taktische Kolben. Wir haben 156 Schuss. Ah doch, Schrotflinte, rar. Sieht nicht aus wie eine Schrotflinte. Komm, die nehmen wir mal. Oh, cool. Nur runter hat's geheißen, ne? Oh, geil. Das zwirbelt.
Ne? Hallo? Oh, fuck. Sehr gut. Ah, ich hasse es, wenn von überall diese Geräusche kommen. Ja, gerne. Das war aber nicht so geil. Oben haben hier Schrotflinten-Munition irgendwo deponiert. Was ist das? Nö. Brauche ich auch nicht. Keine Munition. Oh. Guten Tag. Ich warte nur drauf, dass dann so... Ah, Servus. Nice. Noch einer? Nö, den hat es noch nach hinten gedeckelt. Also, keine gute Sie. Auch nicht. Und hier ist Sackgasse. Hat's hier vielleicht Goodies? Okay, das ist schon ein bisschen ein Brain-Faktor, ganze Zeit hin und her zu wechseln. Geh weg, her damit. Man verliert hier so dezent die Orientierung. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Also nicht nach hinten gehen. Oh ja. Ne, das brauche ich nicht. Dietrich. Credits. Ich werde zwar kacken, oder? Einsteiger. Also das kann ich so schon mal eh nicht nutzen. Es würde gehen. Jetzt habe ich es doch schon wieder verhaut. Ach, Mann. Nee, wieso geht's nicht? Nee. Okay. Ja. Ich hasse dieses System. Okay. Moin. Sag bloß, du hast dich im Flur verlaufen. Ach, wenn du wüsstest. Also gut, das ist die Steuereinheit der Sonde. Die meisten dieser Steuerelemente reagieren nicht. Ich werde ganz vorsichtig das einstellen, was ich kann. Es ist unmöglich vorherzusagen, was passieren wird. Pass auf und sei auf alles gefasst. Ich mache einfach keinen Blödsinn. Die Energiezufuhr des Elektronenstrahls an. Wir sind bei 93 Teravolt. Kalibriere auf 95, 97, 100. Ach, nichts. Dann mal andersrum. 91, 89. Was zum... Was? Okay, okay. Das sieht sicher aus, aber was um alles in der Welt? Was ist das? In die Verzerrung. Ja, okay. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Nein, warte. Da ist eine leichte Veränderung des Musters. Eine Art Resonanz. Also gut, bleib da.
Passagiere auf 90, 91. Das hat jetzt nicht sehr viel gebracht, aber wir haben die Steuerung jetzt hier. Sonst eine Steuereinheit. Okay, das brauche ich nicht. Rekalibriere die Verzerrung. Okay. Ah. Und so kann ich jetzt dann... Was ist passiert? Alles in Ordnung? Es hat geklappt, ja. Also, bei der niedrigeren Einstellung zeigen sich die Verzerrungen. Bei der höheren shiftest du. Klingt vielversprechend. Bleib bei der niedrigeren Einstellung, bis du shiften willst. Dann solltest du weitere Unfälle vermeiden können. Ich würde dir ja meine Steuereinheit geben, aber du hast wohl schon eine aus dem anderen Universum. Das würde ich mir zu gerne ansehen, wenn alles vorbei ist. Ja, was muss ich eigentlich genau machen? Wenn du es zur Forschungsebene schaffst, musst du dich auf den Weg zum Hochenergieforschungslabor machen. Deaktiviere die Sperren und löse die Notabschaltung aus, um die Sonde zu stoppen. Das sollte dem Ganzen endlich ein Ende setzen. Oh, und bevor du gehst, wollte die Direktorin noch mit dir sprechen. Es ist wirklich nur den Flur runter. Die Betonung. Es ist wirklich nur den Flur runter. Direktorin. Ach so. Ihr hört es jetzt hier überall um. Okay. Moin. Also, alles klar? Wenn du Vorräte brauchst, würde ich Dr. Barakova versorgen. Nach allem, was wir dir zugemutet haben, ist das das Mindeste. Bevor du gehst, sollten wir noch eine Sache besprechen. Wenn dieses Experiment die Ursache für dein Shiften ist, hört es auf, wenn du es beendest. Was passiert dann? Mit dir und mit uns? Ja. Man kann unmöglich sicher sein. Stellen wir eine Theorie auf. Nishina ist ein geschlossenes System. Zwei potenzielle Zustände unter Spannung. Wenn du das Experiment beendest, wird sich diese Spannung auflösen. Du bist in diesem System der außenstehende Beobachter. Die Realität, in der du dich dann aufhältst, wird real. Zumindest für dich und dein Universum. Die Frage ist, welche wirst du wählen? Das ist jetzt noch interessant. Ich vermute mal, wir sind bei dem Anflug schon irgendwie geschiftet. Also es besieht sich nicht nur... Ja, wobei, macht das Sinn? Ich meine... Okay. Wir sind ja hin, haben den Sprung gemacht und haben den Notruf. Und eigentlich ist die Version von Raphael, glaube ich, unser eigentliches Universum. Und das hier ist irgendwie was anderes. Aber wir sind nicht sichtlich geschiftet. Ja, ja, ich überlege nur. Oder war draußen die Notmeldung schon eine Verzerrung? Es ist schwierig. Ja, keine Ahnung. Müsste ich zwischen mir und Raphael entscheiden, würde ich dich bitten, ihn zu retten. Doch als Direktorin dieser Station bin ich für mein Personal verantwortlich. 30 Leute. Leute mit Familien, Karrieren und einer Zukunft. In diesem Universum. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Aber wenn es soweit ist, denk bitte an sie. Aber jetzt musst du los. Ohne das Netzwerk können wir das Sicherheitssystem auf der Forschungsebene nicht abschalten. Sei also auf Widerstand gefasst. Und sei vorsichtig. Ethan, gib bitte die Aufzugshalle frei. Ma'am, die Forschungsebene ist noch abgeriegelt. Das weiß ich. Okay. Erledigt. Viel Glück. Das war ein faszinierender Tag. Allerdings. Aber, ich sag mal, das andere Universum dürft ihr dann eigentlich wieder mitkriegen, dass es dann nicht mehr existiert. Ich meine, das hört dann einfach auf. Also von daher tue ich ja eigentlich niemandem weh. Also, welcher Marker ist jetzt für die Vorräte? Bist das du? Das ist hier unten.
Moin, hast du Vorräte für mich? Tatjana Barakova, Ärztin der Station. Dies ist keine öffentliche medizinische Einrichtung, aber ich wurde angewiesen, dir trotzdem zu helfen. Sehr freundlich. Ich habe ein paar Medipacks übrig. Ansonsten bin ich weder Therapeutin, noch Psychologin oder Kosmetikerin. In allen anderen Dingen kann ich dir vielleicht helfen. Ja, was hast du denn für ein Problem? Wie bitte? Willst du es vielleicht auf einem gottverlassenen Planeten mitten im Nirgendwo mit einer Arztstelle versuchen? Nach 6 Jahren in der Chirurgie behandle ich jetzt nur noch Schnittwunden und verletzte Gefühle von einem Haufen Mathematiker und Physiker. Und jetzt kommt auch noch ein Spacer, der denkt, er springt zwischen den Universen? Verschone mich. Ah, ich hab da was. Mein Tagebuch? Warst du in meinem Quartier? Für wen hältst du dich? Die Direktorin hat dir zwar Zugang zur Station gewährt, aber ich... Warte. Was soll das? Dieser Eintrag ist von mir, aber... Ich habe ihn nicht geschrieben. Die Brandspuren. Gott. Ja. Ja. Stimmt. Ich gebe dir noch ein paar mehr Vorräte und... Ah, geil! ...werde dir auch sonst weiterhelfen. Ich brauche Hilfe. Dafür brauchst du nicht mal einen Verband. 400 Credits. Ja, okay. Nee. Okay. Ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen übrig. Okay, Hilfe. Medipack. So, und das, glaube ich, wäre es dann Verbände. Nee. Okay. Das war's. Ciao. Liebe Direktorin, ich fände es aber viel, viel geiler, wenn ich Munition kriegen könnte. Wir waren hier doch schon. Komme ich jetzt hier wieder zurück? Da ist sie. Da. Ich glaube, wir nutzen mal die andere Seite hier. Ist oben oder unten? Es ist einfach ein einziges Labyrinth hier. Und doch. Da hinten? Fass hier nichts an. Ja, beruhigt euch mal. Okay. Ja. Ah. Aufzug. Wo kann ich jetzt nicht mit dir einfach runterfahren? Ich schiebe mal Forschungsebene. Steuerung reagiert nicht. Okay. Und auch. Und das hier sieht auch wieder sauber aus. Oh, Moment. Ja, gerne. Cool. Und runter geht's. Sieht ja ganz kuschelig aus hier. Ja, das kriege ich nicht auf. Haben wir hier schon Besuch? Okay, Sackgasse. Ja, okay, Problem. Ach so, ich soll vermutlich... Sicherheitsabriegelung aktiv. Notfallüberbrückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals. Man kann das theoretisch jetzt zweimal looten, ne?
Ach, so sah das. Okay. Ah, nehme ich mit. Ist eigentlich schon ein bisschen unsinnig, dass man hier einfach so Munition rumliegen lässt. Okay, zwei Bereiche hier. Oh, ich will da rein. So, und wir werden das Shiften nutzen, damit wir hier in die unterschiedlichen Bereiche reinkommen. Können wir sie mal probieren? Was passiert eigentlich, wenn sie eingestürzt wäre und wir shiften? Wären wir doch instant tot, oder nicht? Schon ein bisschen ein Risiko. Okay. Das hat mir jetzt hier nicht sehr wirklich was gebracht. Oder kann ich da nicht durch? Nee. Was hat es mir gebracht, dass ich hier shiften kann? Ja, okay. Hier unten bringt es mir gar nichts. Nö. Nö. Auch nö. Munition PD. Ne. All möglichen Ramsch. Nicht das, was ich will. Unsere Begleitung ist halt jetzt weg, ne? Ist das ein Aufzug oder was ist das hier? Hm. Okay, da kann man zweimal hier rumschiften. Nice, Medipack. Ah, Traumapack, naja. Ist der Credits. Gut. Ich würde sagen, wir shiften hier mal. Cool. Oh. Ach du Scheiße. Alla. Alla. Ah, Scheiße. Alla, lad mal nach. Verdammte Scheiße. Alla, das hat mich jetzt gerade ein bisschen geschockt. Damit habe ich einfach so gar nicht jetzt gerechnet. Medipack, Dankeschön. Okay, da wird man jetzt hier weiterkommen. Was ich jetzt eigentlich wissen wollte, ist, können wir... Ach, jetzt weiß ich, was die zwei Kammern sind. Da waren die Roboter drin. Ich wollte jetzt eigentlich wissen, ob wir da unten reinkommen. So, die Sachen gehen jetzt alle schön auf. So, Secure Access. Ach, nee, von da hinten geht es noch runter. Okay, alles klar. Aber schon ein cooles Element hier, mit dem Hin- und Her-Shiften. Ich sollte jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf sowas aufpassen. Aber da... Aber danke übrigens, dass ihr das Alarmsystem scharf lässt. Es ist äußerst hilfreich. Ach, wieder nix. Okay, dann würde ich sagen, nachdem es hier nirgendwo weitergeht, werden wir dann hier hinten wieder shiften.
Aber nicht mehr in dieser Episode. Wir sind schon wieder an der Zeit. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann Schiff bei uns zur nächsten Episode. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.